Hallo und willkommen zu einem neuen Forex Morning Statement. Wir wollen uns heute mit dem Euro gegen das britische Pfund beschäftigen, einfach aus dem aktuellen fundamentalen Hintergrund heraus. Und zwar hatte der Mr. Hammond bzw. der britische Finanzminister ganz unvorsichtig einen möglichen Handelskrieg mit der EU angekündigt, was letztendlich zu einem klitzekleinen Gap in den britischen Pfundpaaren geführt hat. Und letztendlich zum Aufwerten des Euros gegen das britische Pfund. Heute spricht Theresa May, die aktuelle britische Premierministerin. Ich bin gespannt, was sie sagen wird. Vielleicht entschärft sie diese Aussagen, vielleicht heizt sie sie an. Wir werden es sehen. Sehr, sehr interessant wird es auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten uns auf den einen oder anderen Spike einrichten. Nach oben und nach unten. Vielleicht nicht unbedingt der beste Handelstag heute für Euro-British Pfund, aber wir müssen uns natürlich darauf vorbereiten, was da kommen könnte. Prinzipiell können wir uns auch nicht beschweren. Wir im Euro-British Pfund, der damals, wer sich erinnert, wir hatten hier zwei Positionen rund um die 0,70 eröffnet. Das Ganze hier sehr, sehr stark gelaufen. Ich hatte schon in der letzten Analyse zum Euro-British Pfund gesagt, dass wir hier zweimal 2100 Pip erwirtschaften konnten. Das war nicht unbedingt negativ. Euro-British Pfund hält sich auch weiterhin an die wichtigen Trendlinien. Hier sehen wir es auch im Monatschartkurs schön reagiert nach einem Schlusskurs oder nach einem Monthly Close oberhalb dieser Trendlinie. Letztendlich aktuell schon um die 300 Pip zugelegt. Interessiert uns aber recht wenig, denn mit einem Wochenschlusskurs können wir ja nicht so viel anfangen. Was ich aber deutlich interessanter finde, sind natürlich zwei Widerstandsbereiche. Zum einen hier dieses Unique High, was wir hier im Wann war das? Ende August 2011 sehen konnten. Und hier dieses High Ende Juni 2011. Und damit hat der Kurs auch letztendlich gespielt, hier mit dem höchsten Hoch daran gescheitert. Und jetzt rückt natürlich hier dieser Widerstandsbereich ganz klar in den Fokus rund um die 0,88650, aber auch bloß auf Basis des Weekly Schlusskurs und also in meinen Augen. Und deshalb auch natürlich aktuell noch nicht so brisant. Im Daily Chart wird es jetzt schon ein bisschen interessanter, denn hier sahen wir dieses schöne Gap-Up, auch über dieser schönen Ausbruchsgap kann man auch sagen, aber eben auch ein Event-Gap und dadurch etwas unberechenbar und etwas gefährlich. Was hier in meinen Augen auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt oder spielen sollte, ist zum einen hier dieser nahe Widerstand auf Wochenbasis, die 0,88652, das hatte ich bereits erwähnt, auf A4 oder beziehungsweise auf Daily-Basis wird es hier um die 0,88,59 rund möglicherweise recht interessant, ist aber auch ein weicher Widerstand, zumindest auf A4, auf Daily-Basis. Und deshalb könnte auch hier dieser Widerstandsbereich rund um die 0,9040 bzw. 0,9130 auch mal wieder in den Fokus rücken. Was ich jetzt aktuell nicht machen würde, ist eine Long-Position aufbauen oder eine Short-Position aufbauen. Dafür finde ich das ganze Konstrukt hier aktuell viel zu wackelig. Wir sind ja mitten im Nirgendwo. Müssen wir ganz klar dazu sagen, ja, Widerstand hier oben, nächste Unterstützung hier unten, also viel anfangen können wir damit nicht. Ganz interessant aber hier die Trendfolgen EMA 10, 13, 20 formieren sich so langsam, aber sicher über dem Daily 50er, 55er EMA, hatten hier so eine untergeordnete Trendwende. Und wenn der Kurs jetzt hier mal wieder drauf prallen würde, fände ich das ganz schön, ganz attraktiv für mögliche bullische Positionierungsmöglichkeiten hier in dem Bereich rund um die 0, ja, rund 0,87 bis ungefähr 0,8675. Das Ganze jetzt nochmal ohne die EMAs, die ein bisschen den Blick vernebeln, aufgezeigt. Also wie gesagt, bullische Positionierungsmöglichkeiten. Und darauf würde ich jetzt erst einmal spekulieren, falls der Kurs hier zu scheitern droht, beziehungsweise hier in diesem Widerstand läuft hier oben und daran scheitert. Das ist für mich aber kein Short-Grund, ehrlich gesagt. Ja, also weil einfach dieser Widerstand aufgrund dieser Event-Thematik aktuell recht wackelig ist. Also wenn, dann bräuchten wir hier wirklich mal irgendwie einen Double Top oder irgend so eine Geschichte. Aber auch da beim Double Top warten wir auch erstmal auf den Bruch von dem Support. Ja, also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich will hier einfach noch ein paar Signale sehen. Aktuell ist es mir viel zu schwach, aber Euro GBP aufgrund dieser ganzen jüngsten Aussagen von Hammond und auch der Ansprache von Theresa May auf jeden Fall auf die Watchlist und dann werden wir sehen, was wir daraus machen können. In diesem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Handelstag und wir hören uns in der nächsten Analyse wieder. Bis dahin, tschüss.